Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Freitagnachmittag wieder dabei seid. Fährt Borussia den ersten Saisonsieg in Darmstadt ein? Reitz und LW die Vorverlängerung und Kone und Kramer fehlen. Das gilt es heute zu besprechen und ich bin ziemlich krank. Und wenn ihr mir ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da lässt, würde ich mich natürlich riesig freuen. Und dann geht es mir auch sicher bald wieder besser. Und dann holen wir auch den ersten Auswärtssieg. Aber wie immer bin ich heute für euch da, kurz vorm Spieltag. Und jetzt starten wir rein. Die PK war ziemlich interessant, also Elvedi, dazu kommen wir gleich noch, ist aktuell nicht gleichberechtigt mit allen anderen Kaderspielern. Ja, und dann ist mir noch eine Thematik aufgefallen, Rocco Reitz, einmal Gladbach, immer Gladbach, spielt schon seit der U9 bei unserer Borussia, ist jetzt so ein bisschen unser Shootingstar nach den Spielen gegen Bayern und auch im Testspiel gegen Bremen, hat letzte Saison in der Laie nach Belgien gut performt. Und ist ein richtiger Kämpfer, bringt auch ein Element mit, ja, was uns so im Kader noch fehlt, so ein bisschen eklig, kämpferisch, sehr, sehr stark. Und zusammen mit Julian Weigel, glaube ich, ist das ein sehr, sehr gutes Duo. Problem an der ganzen Sache ist natürlich, sein Vertrag läuft nur noch bis 2024. Das ist aktuell noch so ein bisschen unterm Radar, das Thema. Und da muss natürlich aus meiner Sicht schnellstens verlängert werden. Nicht, dass da jemand noch auf dumme Ideen kommt. Rocco Reitz muss an unsere Borussia gebunden werden. Und ich denke, Rollo wird da extrem hart und ja, hart dran arbeiten an einer Vertragsverlängerung. Ja, Rocco Reitz gehört einfach die Zukunft, glaube ich, auch bei unserer Borussia. Ich hoffe, dass er sie prägen kann. Neben Julian Weigel vielleicht, möglicherweise als Kone-Nachfolger dann auch direkt. Muss man mal abwarten. Rocco Reitz gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in dieser Saison noch entwickeln kann. Ja, ich gehe davon aus, dass er noch einige Spiele machen wird und wahrscheinlich sogar auch am Samstag, Sonntagabend in Darmstadt, da müssen wir auf jeden Fall die Vertragsverlängerung schleunigst hinbekommen. Die PK war relativ interessant zum Thema Nico Elvedi. Wie wir alle wissen, Nico Elvedi ist noch da, hat auch ein gutes Länderspiel gemacht für die Schweiz, ist jetzt bei unserer Borussia, ist Kadermitglied, aber nicht gleichberechtigt. Da fährt Borussia wirklich eine extrem harte Schiene. Sollte Nico Elvedi nicht verlängern, droht ihm wohl wirklich die Bank bzw. die Tribüne, kaum Einsätze. Ja, das ist natürlich schon eine wilde Situation. Also wir haben wohl die Klausel mit 20 Spielen, aber wenn er dann nicht unterschreibt, glaube ich, will man bei Borussia, ich will jetzt nicht sagen, die Vertragsverlängerung erpressen. Aber es geht ja schon dann so dahin, wenn er nicht, wenn er dann kein gleichberechtigtes Kadermitglied ist. Finde ich sehr, sehr harte Schiene, aber finde ich auch gut. So lassen wir uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und ich glaube schon, weil Nico Elvedi sich auch in die Richtung geäußert hat, dass sich bei Borussia wohlfühlt, dass man da eine Vertragsverlängerung mit einer Ausstiegsklausel hinbekommt. Und ich freue mich, wenn Nico Elvedi dann auch wieder vollwertiges Mitglied in unserem Kader ist, ob er da eine Option für Rechtsverteidiger ist in der Innenverteidigung. Er kann unsere Mannschaft schon noch auf ein anderes Level heben. Ich glaube, am Sonntag wird er dann noch nicht spielen, weil ja, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, dass der Vertrag verlängert ist. Aber natürlich wird uns das Thema weiter beschäftigen, Nico Elvedi. Ja, schreibt gerne mal rein, ob ihr beide verlängern würdet, Reitz und Nico Elvedi. Da bin ich mal auf eure Einschätzung gespannt. Und jemand, der es nochmal versuchen will, und ich würde es ihm von Herzen gönnen, ist Mamadou Doucouré, unser Pechvogel. Ja, hat einfach bis jetzt noch nichts, seinen Durchbruch bei unserer Borussia nicht geschafft, seit Jahren verletzt am Oberschenkel, dann Achillessehne, alles gehabt. Er war jetzt in Frankreich und möchte jetzt nochmal im letzten Jahr bei unserer Borussia angreifen. Wenn er wieder fit ist, soll er in der U23 rangeführt werden. Ich hoffe einfach, dass er es vielleicht sogar dann im letzten Anlauf jetzt nochmal packt. Sein Vertrag läuft auch im Sommer aus. Und vielleicht erleben wir das große Doucouré-Wunder. Ich würde es ihm von Herzen gönnen, weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Typ. Und wem ich auch Einsätze gönne, ist Robin Hack. Entschuldigung. Ja, Robin Hack macht sich keinen Druck. Er weiß natürlich auch, er hat extrem viel Konkurrenz. Ne? Er hat Honorar, wir haben Ngumu, wir haben Player, der teilweise auf seiner Position spielt. Wir haben Borges Sanchez. Da hat er sehr, sehr große Konkurrenz da auf der Position. Und ja, er wird auf seine Einsätze kommen, da bin ich mir sicher. Aktuell reicht es einfach noch nicht, weil die anderen auch ja, noch vor ihm sind. Einen Gumu, einen Honorar, einen Player sind da einfach noch eher gesetzt. Aber ja, Robin Hack ist halt ein guter Spieler, auch für die Breite, kann man immer reinbringen. Und der gibt dann auch alles. Und ich freue mich, dass wir ihn im Kader haben. So sind wir breit aufgestellt.
Und so langsam kommen wir dann auch zum Spiel gegen Darmstadt am Wochenende. Jakob Italiano soll unser neuer Rechtsverteidiger, beziehungsweise soll umgeschult werden, ist schon länger bei uns, soll jetzt eine Alternative auf der Rechtsverteidigerposition werden. Seoane will ihn dahin entwickeln. Warten wir es mal ab. Aber wir haben natürlich jetzt mit Nico Elvedi, Joe Skelly, Simon Walde und Italiano dann wahrscheinlich vier Rechtsverteidiger, die spielen können. Wird natürlich dann trotzdem für ihn schwierig, sich da durchzusetzen. Manu Kone ist noch keine Alternative für Darmstadt, genauso wie Chris Kramer. Schwanchara ist ein bisschen angeschlagen, da soll es aber funktionieren. Olschowski war krank, deswegen steht auf jeden Fall Nikolas im Tor, der bei mir aber sowieso im Tor stehen würde. Und nächste Woche gegen Leipzig sind dann Kone und Kramer wahrscheinlich wieder zurück. Und jetzt kommen wir langsam zum Spiel gegen Darmstadt 98, wo wir ja den ersten Auswärts-Dreier holen wollen und den ersten Sieg der Saison. Was ist zur Truppe von Darmstadt zu sagen? Ne? Ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen, in Frankfurt, haben bis jetzt noch keinen Punkt geholt. Aber in Frankfurt, da habe ich das Spiel komplett gesehen, gegen Frankfurt, da haben sie einen guten Eindruck gemacht. Gut, Frankfurt ist jetzt auch noch nicht stark in die Saison gekommen, mit dem Kolumani-Thema wahrscheinlich auch viel Themen gehabt, die nichts im Fußball zu tun haben, aber kämpferisch werden die alles reinhauen. Von der Qualität sind wir denen überlegen, ganz klar. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird. Und jetzt kommen wir zu meiner Aufstellung gegen Darmstadt. Ich habe mich tatsächlich nochmal hingesetzt und mir überlegt, was die beste Aufstellung wäre. Ich gehe mit Wöber auf links, weil ich glaube, dass Luka jetzt noch ein bisschen Zeit braucht. Er wird wieder im Kader stehen. Ich gehe mit Itakura und Friedrich in der Innenverteidigung. Ich glaube, dass Elvedi noch keine Option ist dieses Wochenende. Aufgrund seiner Vertragslage ist Skelly auf rechts. Ich gehe mit Reitz und Weigel auf der Doppel-6. Und ich habe mich auf der 10 für Player entschieden, aus dem Grund, weil ich es offensiver finde, wenn Player spielt, anstatt Neuhaus. Und dann Honorar und Gumu und Schwanchara mit dem Viereck da vorne, eine geballte Offensivpower. Und ja, ich muss Florian Neuhaus auf die Bank setzen, weil ich Rocco Reitz einfach nicht auf die Bank setzen will und auch kann, weil er einfach ja, sehr, sehr gut in Form ist und sich einfach verdient hat. Und Florian Neuhaus muss sich dann einfach wieder mit Leistung in die Mannschaft kämpfen, ne? Per Einwechslung oder dann irgendwann auch mal wieder von Anfang an. Wird natürlich nicht leichter, wenn ein Manu Kone und Chris Kramer zurückkommt. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Aufstellung. Und natürlich muss ich natürlich auch noch meinen Tabellenrechner machen für diesen Spieltag, den ich jetzt noch nicht geöffnet hatte. Aber ich bin sehr auf eure Einschätzung gespannt. Ich glaube, dass Leverkusen heute Abend gewinnen wird gegen Bayern, weil die einfach formstärker sind. Leipzig wird zu Hause 3-1 gegen Augsburg gewinnen. Dortmund wird aus meiner Sicht verlieren in Freiburg. Dortmund, ich glaube wenig, kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund diese Saison eine erfolgreiche Saison spielt. Wolfsburg gegen Union 1-1. Mainz wird knapp zu Hause gegen Stuttgart gewinnen. Köln wird unentschieden gegen Hoffenheim spielen. Bochum gegen Frankfurt wird Bochum wird punkten und wir holen dann übernächste Woche den Dreier in Bochum. Heidenheim wird den Heimsieg gegen Bremen holen und ich glaube, dass es ein Spiel wird, wo Darmstadt wie die Achterbahn anfangen wird, wir eventuell sogar in Rückstand geraten mit 0-1, aber im Endeffekt werden wir uns dann durchsetzen mit 3-1 und es doch ein klarer Sieg für unsere Borussia wird. Und dann können wir ganz entspannt, nicht ganz entspannt, aber locker in unser Heimspiel gehen gegen RB Leipzig. Da sind Bonuspunkte dann zu holen. Dann geht es nach Bochum, dann zu Hause gegen Mainz, dann ist Derby und dann Heidenheim. Und das sind die Spiele, wo wir Punkte holen müssen, ganz klar. Und wie gesagt, alles über 20 Punkte nach der Hinrunde würde ich sofort unterschreiben. Und dann gucken wir mal, was in der Rückrunde noch geht. Jetzt geht es erstmal von Spiel zu Spiel daran zu denken, Punkte zu holen, sich von unten abzusetzen und dann zu etablieren. Immer die Leistung optimieren, Kaderwerte entwickeln und ich freue mich einfach riesig auf das Wochenende. Und wie ihr merkt, mir geht es nicht so ganz gut. Aber abschließend möchte ich natürlich auch noch Werbung für meinen Discord machen. Habe ich jetzt hier geöffnet. Tipps zum Spieltag wird es da geben, Pressekonferenz. Bilder aus dem Stadion ist eh immer das Schönste. Wenn ihr dabei sein wollt und eure Gedanken mit 2350 Leuten teilen wollt, dann ist der Link unten drin. Und ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Ein bisschen Fieber, ein bisschen Kopfweh, alles zusammen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns aber auf jeden Fall Sonntag im Livestream wieder. Und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind
Emotion, die Leute in